Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag, in dem es heute um die Frage von Michael aus München geht. Der Michael hat mir geschrieben, weil er im Bayerischen Rundfunk mitbekommen hat, dass ich mich diese Kalenderwoche stark gemacht habe für eine Beschleunigung der Zulassung von Corona-Selbsttests. Und jetzt will der Michael von mir wissen, worum es denn da geht, woran es krankt und was die Forderung von uns Freien Wählern ist. Ja, lieber Michael, worum geht's? Es geht um die Gelegenheit, von der unsere europäischen Nachbarländer bereits regen Gebrauch machen. Die Gelegenheit nämlich, sich selbst und nicht nur durch medizinisches Fachpersonal auf eine mögliche Infektion mit Covid-19 zu testen. Die Tests, die dafür verwendet werden, die kommen in einiger Hinsicht bereits aus Bayern, aus der Mitte unseres bayerischen Mittelstands. Ich war am vergangenen Freitag selbst bei einer Firma in meiner Heimat im Landkreis Augsburg, die solche Tests herstellt. Und was mir dort erzählt worden ist, das hat mich dann doch einigermaßen irritiert. Nämlich die Tatsache, dass diese Tests dort millionenfach im Lager liegen und übers Wochenende mit den LKWs nach Österreich gefahren werden, wo sie schon seit einigen Tagen zu mehr Sicherheit, aber auch zu mehr Normalität und Freiheit beitragen, während sie in Deutschland noch immer keine Zulassung haben, ja nicht angewendet werden dürfen. Das ist deshalb ein Riesenproblem, weil mit der Anwendung dieser Tests natürlich auch die Öffnungsperspektiven raus aus dem Lockdown, ja die nächsten Schritte in Richtung Normalität und Freiheit zusammenhängen, weil auch beispielsweise, wenn die Schulen jetzt wieder öffnen, wir ganz erheblich zu mehr Sicherheit bei zeitgleich mehr Normalität beitragen könnten, wenn wir diese Tests bereits hätten. Denn der Flaschenhals beim Testen sind ja nicht die Tests. Die Tests können wir quasi beliebig skalierbar in Millionenchargen produzieren. Der Flaschenhals im Moment ist das medizinische Fachpersonal zur Anwendung der Tests. Und die Lösung dieses Problems, der Quantensprung, der damit verbunden ist bei der Corona-Krisenbewältigung, ja, ich würde fast sagen, der Gamechanger, das könnte endlich diese Zulassung dieser Tests zum Selbermachen sein, die eh schon in Bayern produziert werden, derzeit aber bei uns in Deutschland noch nicht angewendet werden können. Mir kommt es ein bisschen so vor, als würde die Menschheit derzeit zwar auf den Mars fliegen, wir in Deutschland scheitern zeitgleich aber an der Zulassung von ein paar Wattestäbchen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Es ist ein bisschen wie bei der Maut, meiner Ansicht nach. Da warten wir auch noch in Deutschland auf ein 1A-Super-Satellitensystem und das schon seit über 10 Jahren, während man andernorts in Europa sich einfach ein Papierstück an die Windschutzscheibe klebt und es funktioniert. Und das ist auch die Forderung von uns Freien Wählern. Wir sehen, dass die Produzenten solcher Tests aktuell von Pontius zu Pilatus laufen, über das BfArM zum Paul-Ehrlich-Institut, zurück zum TÜV und dass noch nicht einmal die Kriterien für die Zulassung Studien definiert sind. Man wäre also bereit, diese Studien zu machen, aber man kriegt noch nicht einmal gesagt, welche Studien medizinisch durchzuführen sind, sodass davon auszugehen ist, ja, dass zu befürchten ist, dass das noch weitere Wochen dauern wird, bis es endlich soweit ist. Und ich glaube, das können wir uns bei Corona nicht erlauben. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es um unser aller Sicherheit. Vor allen Dingen geht es aber auch um die nächsten Schritte in Richtung Normalität und Freiheit. Es genügt nicht, einfach nur nach Öffnungen zu rufen. Ich glaube, wir brauchen auch die Konzepte, die dafür sorgen, dass wir Sicherheit auf der einen Seite und Normalität auf der anderen Seite bestmöglich unter einen Hut kriegen. Und dazu sind diese Selbsttests meiner festen Überzeugung nach Überzeugung der Freien Wähler, ein ganz, ganz wichtiges Element, ein ganz, ganz wichtiger Baustein in den nächsten Wochen. Und deshalb klare Ansage an die Bundesebene. Es kann nicht sein, dass wir da am Verwaltungsverfahren scheitern. Wir brauchen jetzt endlich die Zulassungskriterien, endlich die Studien und dann zur Chefsache erhoben binnen weniger Tage die Zulassung für die Tests. Dann kann man beispielsweise in den Schulen jeden Tag alle Schüler testen. Wer positiv ist, geht nach Hause. Die anderen Schülerinnen und Schüler können sicher und in Präsenz beschult werden. Wir haben wieder Perspektiven für die Gastro, für die Hotels, für den Sport, für Kunst und Kultur. All das hängt an den Tests und deshalb ist es wichtig, das jetzt wirklich zur Chefsache zu machen, mit Nachdruck dafür zu sorgen, dass das, was andernorts in Europa schon gemacht und in Bayern produziert wird, endlich auch bei uns angewendet werden kann. Dafür kämpfe ich, lieber Michael, dafür stehen wir Freien Wähler diese Woche ganz besonders ein. Und ich hoffe, damit auch deine Frage beantwortet zu haben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass da jetzt endlich etwas weitergeht, dass wir ganz schnell alle aus der Hosentasche für wenige Euros diesen Test machen können, um sicher zu sein im privaten Umgang und um vor allen Dingen auch die Öffnungsperspektiven wieder damit verknüpfen zu können. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail.
Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.